aus der blauen Ecke kämpft. 34 Jahre alt, 1,80 Meter groß. Er kämpft in der Rechtsauslage. Seine Empfehlung: 33 Kämpfe, 30 Siege, 19 davon kamen vorzeitig. Geboren in Adjan, Usbekistan, jetzt wohnhaft in Hamburg. Ladies and Gentlemen, großen Applaus, Ruslan Chagayev. So, also, wir melden uns zurück jetzt mit dem dritten Hauptkampf des Abends. Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Unparteiischer des folgenden Kampfes ist Herr Jens Kluge. Die Distanz, 10 Runden, bin mir sicher, 10 Runden, 3 Minuten, Schwergewicht, das Limit, die Klasse plus 90,72 Kilogramm. Meine Damen und Herren, applaudieren Sie den Kämpfern, applaudieren Sie Mike Shepard und Ruslan Chagayev. So, jetzt hat unser Freund hier uns ausgesprochen. Also, wir sind deswegen live bei Boxen heute TV, weil die beiden ersten Hauptkämpfe über die Runden gingen. Sowohl Selçuk Aydin gegen Giuseppe Lauri, als auch Odlan Yesolis gegen Leif Larsen eben über die volle Distanz. Deswegen sind also die 2 Stunden Eurosport-Sendezeit vorbei und wir sind live dabei bei Ruslan Chagayev gegen Mike Shepard. Also der Ex-Weltmeister geht direkt aggressiv los gegen Shepard. Tatsächlich, wenn man eben gerade den Kampf gesehen hat von Solis und Larsen, dann muss man natürlich sagen, obwohl es natürlich weiterhin im Schwergewicht ist, wird hier von Beginn an ein anderes Tempo vorgelegt. Ruslan Chagayev sehr bestimmt von Anfang an. War ja so ein kleines Fragezeichen hinter seiner Leistungsfähigkeit. Und oh, da geht Mike Shepard zum ersten Mal zu Boden, aber ich glaube, er ist nur ausgerutscht. Ja, wird nicht als Niederschlag gewertet. Also, ich war gerade bei Ruslan Chagayevs Leistungsfähigkeit. In seinen letzten Auftritten wirkte er doch eher, ja, man muss freundlich sagen, durchwachsen die Leistung. Hier will er auf jeden Fall zu Beginn gleich zeigen, wo der Hammer hängt und ja, legt sehr, sehr aggressiv und offensiv los. Das letzte Mal, dass Ruslan Chagayev, oh da, ein schöner Aufwärtshaken mit der linken Schlaghand genau an die Kniespitze. Ich glaube, das war's schon. Ja, das sieht nicht so aus, als würde Mike Shepard sich davon erholen. Nee, das war's. Da kam es vorbei. Also, anders als eben bei Solis, anders als vorher im Fall von Selçuk Aydin, hier also ein schneller K.O. Das, was viele erwartet hatten bei Aydin und Solis, das zeigt also jetzt hier Ruslan Chagayev. Ja, da ist Eurosport vielleicht ein bisschen früh runtergegangen, aber schön, umso schöner für uns, dass wir es hier live zeigen konnten. Wenn man es jetzt mit dem Freund aus Amerika nicht ganz so gut meint, könnte man sagen, der hat es ordentlich gescheppert. Ja, also das ist ein wunderschön geschlagener Aufwärtshaken. Sie die Tradition des Boxrings nochmal vor der offiziellen Urteilsverkündung. Rechts breit vor. Ja, und der Aufwärtshaken sitzt einfach genau. Sitzt punktgenau und da wird es dann einfach dunkel. Ruslan Chagayev, muss man sagen, beeindruckend meldet er sich zurück. Nachdem er zuletzt im Dezember eigentlich hätte gegen Jakob Salam boxen sollen auf einer Veranstaltung der Sturm Box Promotion, da nicht auftauchte. Da wurden die Fragezeichen, die vorher durch das durchwachsene Leistungen schon gezeichnet worden waren, die wurden immer größer und man wusste gar nicht, kommt er überhaupt nochmal wieder. Jetzt wissen wir es, er ist wieder da. Und ist natürlich Mike Shepard. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein Urteil. Nicht unbedingt das größte Kaliber, aber trotzdem. Minute 35 Sekunden in der ersten Runde. Das Urteil leitet K.O. und der Sieg geht in die blaue Ecke an Ruslan Chagayev. Das muss man dann eben auch so abliefern. Und da muss man wirklich sagen, Hut ab. Hut ab, Gratulation Ruslan Chagayev. Jetzt wäre natürlich zu früh zu sagen, nach diesem Kampf sofort ist er wieder reif für das ganz große Geschäft. Aber zumindest ist es mal ein Ausrufezeichen. Und natürlich ein doppelt starkes Ausrufezeichen, nachdem Solis doch arge Probleme hatte gegen Leif Larsen. Auch da, um es richtig einzuordnen, also Mike Shepard und Leif Larsen sind sicher auch nicht dasselbe Kaliber. Larsen kam hierher und war ungeschlagen.